Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin hier direkt live vor Ort, wo eigentlich um diese Jahreszeit Schnee liegt. Ja? Also hinter mir ist der Notschrei. Ja? Dann geht es hoch auf den Notschreipass. Und hier ist eigentlich hinter mir alles weiß. Die Skilifte, die stehen still. Aber es kommt bald wieder der nächste Schnee. Temperaturen sind aktuell um die 5 Grad. In der Nacht geht es auf 2 Grad runter, 1 Grad. Und wir haben jetzt heute den 26. November 2019. Das ist ein Dienstag. Am Donnerstag kommt der Schnee. Also morgen noch nicht. Aber am Donnerstag früh ab die 6 Uhr geht es dann richtig los. In den Freitag rein, also Freitag starker Schneefall hier oben. Am Samstag ist es trocken, da kommt kein Schneefall. Und am Sonntag auch starker Schneefall. Und dann können die Skitouristen hier wieder kommen. Es sind hier noch ein paar Resteflecke hinter mir dahinter. Man sieht da so weiße Fleckle. Und ja, wie es im Hotzewald aussieht am Wochenende, da soll es nur am Sonntag dementsprechend schneien, nur am Sonntag. Und sonst ist verregnertes Wochenende. Ich hoffe, dass zumindest in Zell-Atzebach das Wetter gut ist. Schwarzwald TV hat einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt vom Spasi Freizeitpark. Da ist ein Weihnachtsmarkt am Wochenende und ich bin da am Samstag oben vor Ort. Zell-Atzebach im Spasi Freizeitpark von 12 Uhr ab bis spät in die Nacht. Also ich bin sicherlich bis 22 Uhr vor Ort. Autogrammkarte gibt's. Ich werde 2 neue Jacke dabei haben. Also man kann eine schöne grüne Fließjacke mit dem Schwarzwald TV Schriftzug kann man erwerben und natürlich vorbestellen. Genau. Also hier, wie gesagt, wir hoffen, dass der Schnee auch wirklich kommt. Und bin mal gespannt. Da oben stehen schon die Schneekanonen parat. So ist es. Und viele Grüße hier an alle an den Chat. Vielen Dank an den Marc, der hier den Link in die WhatsApp-Gruppe postet hat. Hallo Sandro Harms, der Team ist da. Gabriele Pechmann, Cynthia Dannenberg. Ja, mir geht's gut. Alles gut soweit. Jürgen Huber. Genau. Also, schön Däumchen da lassen. Hier müssen mehr wie 3 Däumchen da sein. Ich komme direkt aus dem Durchflug von Freiburg. Und ja, so ist es. Es ist ein bisschen kalt, es ist ein bisschen kühl. Also, es zittert auch. Ich wird Zeit, dass ich einen Gimbal habe. Dann wackelt hier die Bildübertragung nicht so. Und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Wollte euch einfach nur geschwind das Wetter zeigen. Und sagt dann einfach Tschüss. Auf dem Feldberg übrigens, auf dem Feldberg. Ich habe ja bereits schon einen Videofilm gedreht auf dem Feldberg. Und ja, danke Gabriele Pechmann fürs Däumchen. Ja, für den Feldberg, da habe ich ja eine Reportage gedreht. Wer es noch nicht angeschaut hat, könnt ihr mal angucken. Ich verlinke es im Nachhinein dann da oder oben dann. Und sag einfach Tschüss, vielen Dank für den Support und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.